Hallo und herzlich willkommen zum ersten Videotutorial von mir. Und zwar geht es diesmal um das Erstellen von portablen Anwendungen mit VMware SynApp. Ich habe hier zum Testen und zum Erstellen dieser portablen Anwendung mir einen mit VMware Workstation, einen virtuellen PC mit Windows 7 Professional erstellt. Ja. Um eine portable App zu erstellen, müssen wir erstmal das SynApps Setup starten. Klicken als erstes auf Next. Und als erstes muss ein Pre-Scan durchgeführt werden. Da wird dann halt geguckt, wie das System vorher aussieht, damit es mit dem Nachher-Status verglichen werden kann. Bevor wir das jetzt aber durchführen, entscheiden wir uns erstmal, welches Programm wir installieren. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, etwas Kleines hier in der Demonstration zu machen, nämlich den VLC Media Player. Und dazu gehen wir auf videolan.org und laden uns diesen erstmal runter. So, das war's auch schon. Jetzt führen wir als erstes den Pre-Scan aus. Das könnte jetzt je nach Größe des Systems etwas dauern. Auch ein Grund, warum ich einen virtuellen PC genommen habe, weil da halt nicht so viele Daten drauf sind, würde ich das jetzt auf mein Host-System laufen lassen, dann würde der Scan wahrscheinlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen und wenn man allein zum Erstellen einer so einer App schon mehrere Stunden braucht, das ist dann ja auch schon nicht mehr. So, jetzt wurde der Pre-Scan ausgeführt. Jetzt kriegen wir die Anweisung, dass wir das Programm installieren sollen. Dazu installieren wir jetzt erstmal ganz normal hier den VLC Media Player. Klicken einfach weiter, ist ja egal, wohin das installiert. Und fertig. So, und jetzt lassen wir VMware den Post-Scan ausführen. Jetzt überprüft er, was neu hinzugekommen ist und stellt das dann als Sammlung zusammen, damit er es nachher packen kann. So, jetzt kriegen wir hier eine Liste an ausführbaren Dateien und jetzt können wir auswählen, welche einzelne Pakete haben sollen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt den VLC Media Player, ist im Programmfiles Ordner, also C Programme, im Ordner Videolan VLC, die VLC.exe. Das ist ja die Hauptdatei, die nachher ausgeführt werden soll. Dann klicken wir jetzt auf Weiter. Jetzt können wir noch festlegen, ob jeder das Paket auswählen soll oder wenn man in einer Domain ist, welche Gruppe in der Active Directory das halt ausführen darf. Da wir hier jetzt keine Domäne haben, wählen wir einfach jeder aus. Jetzt können wir noch auswählen, ob man vollen Schreibzugang zu Nicht-Systemordnern haben soll oder ob man
nur beschränkten Schreibzugriff haben soll. In unserem Modus wählen wir jetzt einfach mal den Full Void Access aus. So, die ganzen Benutzerdaten und Konfigurationen, wo die abgespeichert werden sollen, kann man jetzt auswählen, entweder im App-Data-Ordner, also C, Users, Benutzername, App-Data, oder halt auf dem, im selben Ordner, wie die Applikation ist, zum Beispiel, wie er genannt ist für einen USB-Stick oder so, oder halt an einer selbstbestimmten Stelle oder halt auf einer Netzwerkfestplatte. Wir wählen jetzt einfach mal das aus. Jetzt fragt VMware natürlich, ob man anonym Informationen senden will. Wählen wir einfach mal Nein aus. So. Jetzt können wir hier einen Namen festlegen dafür und einen Ordner, wo das halt hin erstellt werden soll. Da machen wir jetzt einfach mal auf Laufwerk C und einen Ordner. Syn-Apps, stellen da drin den Ordner VLC. So, hier wählen wir nochmal halt die hauptausführbare Datei aus. Jetzt können wir hier noch ein MSI-Paket zum Installieren erstellen oder halt hier auch noch das virtuelle Paket komprimieren, was aber bei dem kleinen VLC Media Player eigentlich keinen Sinn macht. Jetzt speichern wir das Ganze ab. Es werden alle in den Ordner C Synapse VLC kopiert und eine Konfigurationsdatei erstellt. So, jetzt können wir uns nochmal die package.ini, also die Konfigurationsdatei, angucken und gegebenenfalls hier noch Sachen bearbeiten. Wir können auch noch in den Projektordner gehen. Da sieht man jetzt die ganzen Ordner, Dateien unter bald.bat. Damit könnte man dann das Paket erstellen. Wir machen das aber direkt hier über bald. Und bald ist complete. Jetzt klicken wir auf Finish. Synapse ist beendet. Und jetzt wurde hier in unserem Projektordner einen Ordner bin erstellt, wo wir jetzt eine vlc-mediaplayer.exe haben. Wenn wir diese ausführen, haben wir halt unseren vlc-mediaplayer, der auch noch funktioniert, wenn wir jetzt den richtigen vlc-mediaplayer deinstallieren oder sogar auf anderen Systemen das jetzt auch ausführen. Ja, und das war's auch schon.